Wir kommen jetzt zu einem Vortrag von Oliver Schmidt. Oliver Schmidt wird uns einen Praxisbericht zu Gesundheitsdaten der besonderen Art geben. Er arbeitet für das Landesamt für Vermessung und Geoinformation in Rheinland-Pfalz. Und ja, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, danke schön. Ja, alle fit? Frage ich mal so in die Runde. Sagt man ja gerne ja. Ne? Will man aber dann vielleicht auch für seine Geodatendienste irgendwie sagen. Und ja, da haben wir uns mal schon vor ein paar Jahren, 2, 3 Jahre ist es jetzt her, GeoHealth-Check angeguckt und ja, jetzt ist es mal reif, das Ganze mal vorzustellen. Und ja, starten wir mal. Ja, Oliver Schmidt, gerade ja schon vorgestellt, ich bin Diplom-Geograf, habe mich eigentlich im Studium sehr viel mit Fernerkundung und Meteorologie beschäftigt, also viele große Daten. Bin dann 2014 zum LVMG und nach Rheinland-Pfalz in Koblenz gekommen und betreue da seit 2015 ein Serversystem, das WMS, WFS und Inspire-Dienste bereitstellt. Und dieses System ist halt ausschließlich für unsere ganzen Vektordaten, die wir haben. Ja, das wird da im Prinzip dann alles gesammelt, alles zentral aufbereitet und dann zentral bereitgestellt. Und dementsprechend wird dieses Serversystem in Kürze auch sehr viele neue Open-Data-Produkte bereitstellen, sehr viele WMS, WFS vor allen Dingen. Und da will man ja natürlich, dass das läuft. Ja? Jo, wie machen wir das denn? Wie machen wir unsere Datenhaltung? Also am Anfang war erstmal das Nichts. Ja? Und dann kam das Debian und um dieses Debian herum, um diese Spirale, sammelte sich dann so ein paar Elefanten an. Und die befüllen wir unter anderem mit PostNAS. Und das Load Balancing zwischen unseren Instanzen für die Präsentation machen wir mit HA Proxy und füttern damit den Map Server und den Decree für die Inspire-Daten. Und der Decree, der wohnt im Docker und der bringt dann auch den Tomcat mit. Und oben drüber haben wir noch einen Apache Web Server, der im Prinzip den ganzen Rest macht, alles ausgibt und so weiter und so fort. Alleine an diesem Zoo an Anwendungen sieht man schon, es kann mehrere Fehlerquellen geben, warum irgendein Geodatendienst ausfällt. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ja, ist bestimmt die Datenbank. Weiß ich aber nicht. Das heißt, ich muss im Prinzip erst einmal überhaupt mir sicher sein, dass das, was ich da konfiguriert habe, läuft. So, wir wollen aber jetzt auch nicht groß Software selber entwickeln und da irgendwelche Skripte schreiben, die halt jetzt anfangen, irgendwas zu testen. Wir vertrauen dieser ganzen Konstellation, aber ja, wie Oma immer gesagt hat, Kontrolle ist besser, deswegen machen wir Monitoring. Ganz klassisch. Und warum machen wir das Monitoring? Hohe Performance, ja, das müssen wir liefern. Dann hohe Verfügbarkeit und wir haben im Prinzip auch ja, die Anforderung, dass wir eine Virtualisierung haben, sprich Server klonen, noch eine Maschine nebendran stellen. Ne, das hat sich dann ausgezahlt. Letztes Jahr, Thema Grundsteuerreform, als dann halt 3 Tage vor Abgabeschluss alle anfingen, den Boris-Datendienst in Rheinland-Pfalz anzufragen. Da hatten wir dann halt eine Explosion von etwa 800% Zugriffszahlen. Und da haben wir dann ganz schnell einfach mal das Blech noch erweitert und noch mal 2 Maschinen zusätzlich hingeschmissen. Wir hatten also zum Schluss unsere Kapazitäten ver-16-facht. Das Ganze wird dann halt mit Centrion von unserem Rechenzentrum gemonitort. So sieht das aus. Ja, toll, die Server laufen, alles ist gut. Könnte ich jetzt sagen, oh, wird ein schöner Tag. Ich kann auch noch hier auf die einzelnen Server dann drauf gucken. Ne? War gut, da sind ein paar Prozesse, aber 390 ist alles in Ordnung. Unsere Server können das ab und der Rest ist ja okay. Warum muss ich jetzt also GeoHealth-Check nutzen? War doch alles grün. Tja, ich kann keine einzelnen Webdienste überwachen. Ja, ich kann sehen, dass ein Apache läuft, ich kann sehen, dass die Datenbank läuft, das sehe ich alles im Monitoring. Aber ob jetzt ein spezifischer Webdienst fehlerfrei läuft oder nicht, weiß ich nicht. Deswegen und auch noch weiterhin als weiterer Punkt ist halt eben, ich kann nicht auf OGC-konforme Abfragen prüfen. Ja, ich will wissen, wenn ich ein GetMap oder ein GetFeature oder ein GetCapabilities-Anfrage schicke, kommt da auch tatsächlich eine Antwort zurück, die sinnvoll ist, oder kommt da vielleicht eine Fehlermeldung zurück? Und eine Fehlermeldung
ist ja meistens auch ein 200er. Ne? Das heißt, da steht zwar irgendwas, aber das kann halt dann, je nachdem, wie die Server konfiguriert sind, halt, ja, ist er erreichbar. Ne? Der Server antwortet mir ja. So, und ganz schön, mal ganz ehrlich, wer guckt von euch 24/7 auf sein Monitoring-Portal und macht jede Sekunde Refresh? Niemand. Deswegen E-Mail-Benachrichtigung bitte. Ja? Ich will in meinem Posteingang sehen, wow, da ist ein Problem, da muss ich mich drum kümmern. Ja, ja, und das macht hier GeoHealth-Check. Ne? Das ist unser Doktor, der hilft uns dabei. Tja, wie kriege ich das denn jetzt zum Laufen? Wie installiere ich das? Hört sich erstmal alles so nach viel Arbeit an. Also als allererstes bitte eine unabhängige virtuelle Maschine benutzen. Nicht einfach sagen, ich habe hier noch einen Load Balancer, da knall ich noch GeoHealth-Check drauf. Nein, wenn der weg ist, ist auch GeoHealth-Check weg und ihr kriegt keine E-Mail. Das macht keinen Sinn. Das muss eine Maschine sein, die irgendwo ganz woanders steht. Am besten noch in einem anderen Teilnetz oder so. Wir haben unsere Kiste mit 4 GB RAM ausgestattet und den 2 CPUs verpasst, also 2 Cores. Reicht völlig aus. Ne? Aber am besten, wenn man will, wenn man sicher gehen will, schmeißt man halt noch mehr Hardware drauf, aber muss jetzt nicht. Dann bitte, bitte, bitte den Docker benutzen. Ihr spart euch vermutlich mehrere Stunden nerviger Arbeit. Die Docker-Container sind super von GeoHealth-Check. Docker-File gerade schreiben und Docker, oder besser noch Docker Compose nutzen. Es gibt eine Beispiel-YAML-Datei, da habe ich ja gleich noch den Link dazu. Es werden insgesamt 3 Container benötigt. Nutzt bitte auch die Version oder die Variante mit Postgres, PostGIS ist die schnellere Option von beiden. Ihr könnt auch noch, glaube ich, Sparshallite nutzen. Ja, und dann wird ein zweiter Container benötigt, das ist der sogenannte Runner. Und dieser Runner ist im Prinzip ein Daemon für die ganzen Tests. Die Tests heißen Probes. Also wenn ihr irgendwo jetzt gleich Probes lest, das sind die Tests. No? Und der dritte Container, der gestartet ist oder wird, ist halt die Web-App. Das ist no, einfach halt die Web-App, die dann halt nochmal ganz getrennt von den Daemonen läuft. Ja, hier gibt es die wunderschöne Anleitung. Liegt auch da im Repository von GeoHealth-Check. Da sind auch Links zu Beispiel-YAML-Dateien, Konfigurationsanweisungen, worauf muss man achten und so weiter und so fort. Will ich hier gar nicht vortragen. Ein einziger Tipp, wer das nicht schon sowieso macht, bitte die Datenverzeichnisse auslagern aus dem Docker, mit Volume ins Docker-File eintragen oder in die YAML eintragen und reinmounten. Weil sonst ja, macht man irgendwie mal ein Container-Update und dann ist halt alles weg. Das ist doof, wenn man so mal 100, 130, 150 Dienste registriert hat. Ja, und fertig. Das ist es. Da läuft die Kiste. Ja. Wenn man da jetzt von oben nach unten durchgeht, keine Ahnung, 20 Minuten, 30 Minuten mit Lesen vielleicht. Ja, hatten wir dann gemacht, alles lief, alles war gut und dann fielen uns, wir hatten so ein paar Testdienste, also echte Dienste, aber zum Testen mal registriert und dann fiel uns irgendwie auf, irgendwie, da fehlt uns noch was. Irgendwie ist das noch nicht so rund, wie wir uns das vorstellen. Deswegen hat dann mein Kollege, der Patrick, der ist bei Python recht fit, hat dann gesagt, ich gucke mir das mal an, das kriegen wir hin. Und ja, einige Probes fehlen bzw. sind unvollständig. Zum Beispiel WFS-Abfragen sind nicht begrenzt. Das heißt, der WFS wird angefragt mit GetFeature und dann rennt er erstmal auf den MaxFeature-Account zu. So, das ist bei einem WFS mit 100.000 Features natürlich eine ziemlich doofe Sache. Nicht, weil der WFS so lange braucht, die Sachen auszuliefern, sondern weil der GeoHealth-Check das alles überprüft. Kriege ich 100.000 Features, sind die alle in Ordnung? Ach ja, alles okay, grün. So, dann nudelt der 15, 20, 30 Sekunden darum, um halt mir zu sagen, alles gut. Warum? Wenn ein WFS mir 10 Features liefern kann, wird er mir auch 100 liefern. Und ich werde ja nie, beispielsweise bei einem Flurstücksdienst, den wir in Rheinland-Pfalz haben, 6,3 Millionen Features durchtesten wollen. Das heißt, wenn ich sage, 20 Features sind gekommen, dann kommen auch die restlichen 6,299 Millionen Features. Reicht mir das? Eine ganz essentielle Sache, Fehlermeldungen. Wenn ein Dienst fehlschlägt, sagt dir GeoHealth-Check, ja, Fehler. Und ich so, danke, ich will aber die Fehlermeldung haben, die mir im Browser sonst angezeigt würde, wenn ich diesen Dienst versuche, mit GetFeature oder GetMap anzufragen. Das ist ja das, was mich interessiert.
Und wir haben halt eben abgesicherte Dienste, die mit Digest Authentication eingebunden sind. Und das kann er nicht. Der kann im Prinzip Digest Authentication nicht mit Username, Passwort verarbeiten. Ist natürlich ein bisschen doof. Ja, wie gesagt, mit Python konnte man das halt alles machen. Da habe ich nochmal meinem Kollegen gedankt. Und ja, wie haben wir die WFS-Abfragen begrenzt? Das war verhältnismäßig einfach. Man sieht es leider auf dem Beamer nicht. Ich glaube, die Leute per Online-Teilnahme sehen es besser. Hier wurde im Prinzip oben... Ach ja, ich kann ja hier das Ding nehmen. Ich habe ja hier den Stift hier. So, da hat man hier den MaxCount eingefügt, der im Prinzip nichts anderes tut, als den Count-Parameter hier hinzuzufügen, die Count-Variable. Und hier dieser Teil wurde hinzugefügt, der eigentlich nichts anderes tut, als einen Default-Wert zu setzen, der irrsinnig hoch ist. Also sprich, man sollte da irgendwas eintragen. Und er ist auch hier required. Also den muss ich angeben, da muss irgendwas, muss halt geliefert werden. Das Ganze wird in der Probe WFS Pi oder in dieser Datei geändert. Und ja, wir erweitern dann im Prinzip die sogenannte Probe, die heißt WFS Get Feature in BBBox for all Feature Types. Diese Probe wird halt damit dann erweitert um den Parameter MaxCount. Kann ich auch für andere Probes natürlich nehmen, wenn ich das will, aber wir haben es halt da gemacht, weil wir es an der Stelle brauchen. Ja, und dann kann man hier, ich kann das auch mit der Maus machen, das ist schön, und dann sieht man hier MaxCount 1 habe ich hier mal eingetragen. Ja, dann testet der ein Feature und gut ist. Ja. Ausführliche Fehlermeldungen, war jetzt auch nicht so viel zu ändern. Ich weiß nicht, warum wir das nicht von vornherein so gemacht haben. Ja, hier oben, das geht raus, ne? Hier Error, da steht sonst Error in Response Text, danke. Und hier nehmen wir halt einfach dann den Text selber und geben den halt hier raus, ne? Der hier bei der Probe halt rauskommt. Und dann kriege ich halt das hier in den Messages. Ne? Dann habe ich halt hier im Prinzip diese Antwort sozusagen, die ich sehen würde, wenn halt hier ein Fehler ist. Ja, Experten erkennen, das ist eine Map-Server-Fehlermeldung, MS Postgis Layer Open, Query Error, Database Connection Failed, bla bla bla. So, und dann weiß ich, okay, irgendwas ist da nicht in Ordnung, da sollten wir mal nachgucken. Schön, besser als wenn da einfach nur Failed oder Error steht. Ja, Dienste mit Digest Authentication, da war schon ein bisschen mehr zu tun, denn da musste einmal die generelle Probe Pi erweitert werden. Das will ich jetzt gar nicht im Detail mehr vorstellen, weil es sind mehrere Änderungen. Und dann wurde halt hier in dieser Resources aus auch noch diese Klasse komplett selber hier hinzugefügt. Also die gab es jetzt vorher auch überhaupt gar nicht. Ne? Das mussten wir auch erstmal da reinkriegen, weil dieses Authentifizierungsprotokoll auch völlig fehlt. Und dann muss das Ganze für den WMS und den WFS-Probe halt hier hinzugefügt werden. Nur um hinterher in dem Dropdown-Menü hier noch Digest zu haben. Ja, also für dieses Dropdown-Menü musste halt die ganze Arbeit gemacht werden, aber ich kann meine Digest-Authentication-Dienste jetzt einbinden und die können jetzt beprobt werden und ich bin glücklich. So, dann gucken wir uns mal ein bisschen die Praxiserfahrungen an. Wir haben unser Testintervall auf 20 Minuten gesetzt. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir die Dienste alle 20 Minuten testen und damit hier unseren Server quälen, sondern die sind zeitlich versetzt. Ja? Und so wird im Prinzip alle paar Sekunden, alle halbe Minute, was weiß ich, immer mal wieder ein Dienst getestet, damit halt eben keine Anfragespitzen entstehen, ganz einfach. Ja? Und das ist auch dann im Prinzip verschwindet diese Probes, die verschwinden im Grundrauschen des Servers. Also man sieht jetzt nicht, oh, da haben wir aber die Anfragen gemacht, das ist einfach so, im Grundrauschen verschwindet das. Ne? Mail-Versand ist wunderbar, die gehen auch an alle Admins gleichzeitig raus, also ich kann mehrere E-Mail-Adressen konfigurieren oder eine Mailingliste eintragen oder was auch immer, ist auch pro Dienst konfigurierbar. Das ist auch schön, wenn ich verschiedene Admins halt habe. Wenn ich verschiedene Zuständigkeiten habe, dann kann ich sagen, okay, das macht der, das macht der, das macht die und dann gehen die E-Mails an die raus, die es halt auch hinterher bearbeiten. Die Oberfläche bietet mir einen sehr, sehr schnellen und wunderschönen Überblick.
über die fehlerhaften Dienste. Ja, man sieht hier im Prinzip sehr gut, ja, oh, da ist einer nicht verfügbar und die fehlerhafte Ressource wird mir direkt auf der Startseite schon präsentiert. Und dann sehe ich hier, wow, Basis DLM, da stimmt was nicht und die Verlässlichkeit ist mit 98,46% als auch nicht mehr so gut wie die Gesamtverlässlichkeit meiner Dienste. Ja, mit 99,5% sind wir da eigentlich ganz gut unterwegs. Aber offenbar liegt ja hier kein generelles Problem vor, sondern ein individuelles Problem. Ja, das ist ein Dienst, der irgendwie nicht mag. Und dann kann ich auf diesen Dienst draufklicken und dann kriege ich so unter anderem Details gezeigt. Das zeige ich gleich zum Schluss nochmal noch ein Bild dazu. Aber hier sehe ich dann eine Zeitreihe. Ja, hier der Dienst war immer in Ordnung. Hier hat er mal so zwei Spitzen gehabt. Keine Ahnung, was da los war. Aber er war grün, er wurde getestet, alles war gut. Und dann hier, der 19. Januar dieses Jahr war ein Freitag. Freitagnachmittag, wie das so ist, fällt das Ding aus. Alarm. Ja, hat ja natürlich keiner gesehen bis Montagmorgen. Das ist hier der grüne Punkt. Und ja, was war passiert? Datenbank-Update hatte was zerschossen. Ja, und tja, musste halt repariert werden. Doof, ne? Ja, ne? Ist halt so. Ne? Freitagnachmittags ist halt keiner mehr da, der das bearbeitet. Und man konnte mal aber wunderbar sehen, wo das herkam. Und ich wusste, ja, da war noch ein Datenbank-Update, also sprich, da wurden neue Daten kopiert. Da muss was schiefgelaufen sein. Wusste ich sofort, wo ich hingreifen muss. Konnte nachgucken, habe gesehen, ah, das Rollieren der Datenbank hat nicht geklappt. Mache ich gerade von Hand. Alles gut, war wieder alles grün. So. Dann bitte ich auch, wenn man das GeoHealth-Check in Einsatz nimmt, nutzt Tags. Die machen euch das Leben leichter, weil ihr kriegt dann hier auf der Auswahlmenüseite halt die Tags als Filtermöglichkeiten angezeigt und wir haben uns die halt erstmal so sortiert. Das kann man natürlich noch viel feiner machen oder auch, was weiß ich, Bearbeiternamen reinschreiben. Das ist ja jedem gleich überlassen, wie er das macht. Die Diensteübersicht hier, das ist meins ein Beispiel mit dem Wohnplatzverzeichnis von Rheinland-Pfalz, finde ich auch ganz nett gelungen, kleiner Leaflet-Client mit einem Bömmel, damit man ungefähr weiß, wo man ist, was für ein Bundesland relativ unspannend ist. Ja, und dann kriege ich hier so eine Übersicht, dann sehe ich noch die URL, die hier getestet wird, den Run, die Runtimes, hier unten dann die Response-Times, das ist auch sehr schön. Na, dann weiß ich, oh, mein Dienst ist immer mit 0,2 Sekunden gut dabei, aber hier gab es auch mal einmal 4,3 Sekunden. Was war da denn los? Ja. Könnte ich mir dann halt auch anschauen. Ich kann mir die ganzen Summaries hier ausgeben lassen. Wer das braucht, wer eine CSV oder eine JSON haben will, kann die sich hier runterladen. Ich brauche sie nicht, aber es ist halt mit dabei. Jo, wie geht's weiter? Und warum und wieso, was finde ich jetzt ganz toll. Also, Einsatz von GeoHealth-Check ist einfach sehr zu empfehlen. Vielleicht kann ich es auch noch ein bisschen provokanter formulieren. Der Betrieb von Geodatendiensten ohne Geld, GeoHealth-Check ist zwar möglich, aber sinnlos. Ja? Ihr gebt Dienste ab, ihr habt Kunden. Und die Kunden sollen nicht das Monitoring sein. Ja? Ihr müsst das Monitoring sein. Und das ist halt eben was mir halt auch sehr wichtig ist, weil wenn ich halt einen Dienst abgebe und dann ruft mich jemand an und sagt, ja, der Dienst geht ja gar nicht mehr und ich so, oh, what? Ne, muss dann erstmal suchen. Das ist halt erstens peinlich und zweitens doof. Und deswegen nutzen wir halt GeoHealth-Check sehr gerne, haben alle Dienste, die wir haben, da drin registriert und sehen im Prinzip sofort, wenn es brennt und sehen das, bevor hier jemand anruft. Besonders hilfreich bei der Administration fanden wir die Benachrichtigung via E-Mail, klar, habe ich gerade gesagt, und die Zeitreihendarstellung, um halt einfach so Fehler zu analysieren. Und die Modifikationen, da überlegen wir die als Issue oder auch als Pull-Request auf GitHub einzureichen. Wir haben halt alle Modifikationen auf der Version 0.8.3 durchgeführt. Kenner wissen, dass mittlerweile die 0.9 draußen ist von GeoHealth-Check. Und da haben die irgendwas geändert, weil zwei von drei Modifikationen wollen da nicht mehr so richtig. Und das ist natürlich schade. Und da müssen wir nochmal gucken, warum das jetzt nicht mehr klappt. Aber auch das, denke ich, ist machbar. Und ja, vielleicht kommt das Ganze dann halt auch mit in den GeoHealth-Check-Quellcode rein. Das wäre eine coole Sache, damit das halt jeder nutzen kann. Ja, dann bedanke ich mich bei den Zuhörern und Zuhörern und für Fragen hier. Thank you.
Ja, vielen Dank, Oliver. Wir haben einige Fragen bekommen. Ich stelle erstmal eine vom Board hier und warte, dass ein Mikro rumgetragen wird. Die mit den meisten Votes lautet: Sind eure Anpassungen in das Hauptrepo zurückgespielt worden oder habt ihr das vor? Ja, habe ich ja gerade geantwortet. Ja. Ne, wollen wir im Prinzip dann machen. Es ging jetzt auch erstmal darum zu gucken, funktioniert das, was wir da gebaut haben, überhaupt. Und ja, das ist definitiv geplant, weil das sind halt Änderungen, die sind, glaube ich, für alle nutzbar und sinnvoll. Dann füllt oder konfiguriert ihr die Services und Probes automatisch, zum Beispiel skriptbasiert oder händisch über die GUI, eine REST- oder Schnittstelle für GeoHashCheck, zumindest schreiben, ist mir leider nämlich nicht bekannt. Ja, das ist Handarbeit. Das ist aber auch gut so, dass das Handarbeit ist, weil ich will ja die Tags auch individuell vergeben. Ne? Und wenn ich da jetzt irgendwie was Skriptbasiertes drauf loslasse, nee, also das macht man einmal und danach ist man halt raus aus dem Thema. Ne? Das ist so. Man kann das bestimmt auch irgendwie skriptiert machen, das wird ja alles in der Datenbank vorgehalten, diese ganzen Geschichten, auch die Boundingboxes und so. Man könnte natürlich auch, dass ich ein SQL schreibe, was da halt einfach alles reinballert, aber ich würde es lieber über die Oberfläche machen, weil bevor der dann noch irgendwelche IDs vergibt und Schlüssel und tralala, also ja, ne, wenn man natürlich 600 Dienste darüber zu machen hat, dann ja, gut, muss man sich was überlegen. Aber Schnittstellen haben wir auch keine da entdeckt. Hier kommen immer mehr Fragen hinzu. Oh. Welche nehme ich jetzt? Gibt es eine Möglichkeit, auf Layer- oder Feature-Ebene Prüfungen zu definieren? Ja. Also wir prüfen immer alle Layer, aber ich kann auch sagen, mich interessiert nur der Layer, der Layer, der Layer. Und dann kann ich auch sagen, die anderen, wenn da die Capabilities kommen, dann reicht mir das. Aber wenn ich halt jetzt sage, ich will von dem einen nur die Features beproben, dann ja, mache ich das halt. Ne? Also das ist alles individuell einstellbar. Ich habe jetzt nur einen ganz kleinen Teil von dieser ganzen Config gezeigt. Das ist, ich glaube, da müsste man noch mal zwei Stunden mehr machen, um alles zu zeigen. Das ist schon sehr umfangreich. Also man kann auch WCS, WMTS und so weiter prüfen. Ne? Das ist jetzt nicht nur ein WMS, WFS. Okay, nehmen wir erstmal die Frage aus dem Auditorium ran. Hat sie erledigt? Okay. Dann eine, die auch sehr viele Votes bekommen hat. Wenn ein Dienst, wie ein Beispiel über das Wochenende ausfällt, schickt er dann bei jedem misslungenen Check eine Mail raus oder nur beim ersten Fail oder ist das einstellbar? Der schickt dann tatsächlich, also der nervt, ne? Du kommst dann montags morgens ins Büro und hast dann irgendwie so gefühlt 700 Mails in deinem Postfach. Deswegen am besten auch einen Ordner für sowas benutzen. Und also dann kommt halt, die erste Mail heißt Failing, bla bla bla, und die zweite Mail heißt dann Still Failing, Still Failing, Still Failing. Und wenn dann halt alles wieder geht, Fixed. Also der sagt dir auch wieder, wenn es geht. Das ist dann halt schön, aber du hast halt eine E-Mail-Bombe. Ne? Okay. Ja, das Monitoring. Werden nur Geodienste geprüft oder kann man auch einfache Webseiten auf Erreichbarkeit prüfen lassen? Soweit ich weiß, kann man auch URL-Prüfung machen. Also man kann auch URLs prüfen. Ne? Das macht er auch. Dann gibt es natürlich da andere Probes, das ist klar. Ne? Und dann die letzte Frage, die ich mir jetzt hier raussuche, ist, gibt es einen Unterschied im Monitoring von Vektor- und Rasterdaten, weil du gesagt hast, dass ihr das nur für Vektordaten nutzt? Wir nutzen das nicht nur für Vektordaten, sondern unser Server ist vektordatenbasiert. Hinten raus kommt aber ein WMS unter anderem und das ist ja ein Rasterdatensatz wieder. Ja, und da ist es dann egal, ob ich jetzt ein DOP habe, also ein Luftbild, oder ob ich, was weiß ich, irgendeine Vektorkarte habe, die ich aber oder eine Rasterkarte habe, die ich aus Vektordaten generiert habe. Das ist beides mal ein GetMap-Aufruf von dem WMS oder vom WMTS oder was auch immer. Und das ist natürlich ein Rasterbild, was da rauskommt und da wird dann halt drauf geprobt, getestet, kommt da der Type PNG zurück, hat das eine Größe, die größer 0 KB ist, also da wird dann halt auch nach sowas geguckt und nicht einfach so, oh jo, das antwortet mir irgendwas, weil eine Fehlermeldung, wie ich eben sagte, kann ja auch ein 200er Errorcode von einem Server bedeuten, ne? Statuscode, alles gut, ne? Da ist eine Fehlermeldung und da wird dann halt auch drauf geprüft, also es hat schon Hand und Fuß, diese Tests. Und man kann natürlich da alle Datenquellen sozusagen halt dann testen. Na, der Dienst ist das Entscheidende, was ich ja prüfe. Genau. Eine Frage gibt es noch. Wo ist die jetzt hin? Moment.
Genau. Wie ist es denn, GHC in Betrieb einzusetzen, auch im Hinblick von Cybersicherheit, BSI-Grundschutz und Stopfen von CVEs? Genau. Also grundsätzlich ist das Ganze ein Python-Framework. Ich würde persönlich gesagt diesen GHC jetzt nicht einfach irgendwo offen im Internet haben wollen. Der ist bei uns in dem internen Bereich verfügbar, da kommen wir drauf. Der hat einen Anmeldeknopf für die Admin-Geschichten. Da sollte man, denke ich, auch ein starkes Passwort benutzen. BSI-Grundschutz, weiß ich nicht, ob der vollständig erfüllt wird, aber da sind ja keine Geheimdaten drin. Das sind Dienste, die beprobt werden. Und wenn ich einen Dienst habe, der intern abgesichert ist und in der Datenbank werden die Passwörter gehasht abgelegt, also das ist jetzt nicht, dass da im Klartext irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 drin steht, sondern das ist halt ein Hash. Und von daher sehe ich, ist da schon eine gewisse Grundsicherheit da. Ne? Aber das ist jetzt für uns nicht das Vordergründigste gewesen, weil wir den halt nicht offen im Internet hängen haben. Aber wenn man da jetzt drauf Wert legt, dass der offen erreichbar ist für die Admins von zu Hause oder so, dann ist natürlich halt da definitiv ein Security-Check nötig. Ne? Das muss man dann schon machen. Und, ist noch hinzugekommen, ist es möglich, die Ergebnisse in anderen Monitoring-Stacks zu übertragen, zum Beispiel Grafana oder Elastic? Ja, da haben wir ja hier diesen Output, war doch hier gerade die Grafik hier, ne? Da kann ich mir hier die JSON oder die CSV hier rausholen, dieses Summary, das ist dann halt vom letzten Lauf und man könnte auch natürlich die Daten aus der Postgres-Datenbank auslesen, das steht da halt einfach alles drin, jeder Dienst hat hier eine ID, muss ich mir aus der Datenbank die IDs halt rausholen und dann hole ich mir das als CSV oder was auch immer raus. Und wenn ich dann halt Bock habe, kann ich mir das dann in Grafana irgendwie, wow, ne, tolle Grafik machen. Ist durchaus möglich. Okay, vielen Dank. Deine E-Mail steht ja auch drin, wenn es noch weitere Fragen gibt. Einen Applaus nochmal für Oliver. Applaus